Kulturwerk Nassau hat tatsächlich ein Musical auf die Bühne gebracht. Wir haben also einen lokalen Verein, nämlich die Tonart Kids, eingeladen, weil die ein Musicalprogramm haben, was ziemlich einzigartig ist hier in der Gegend. Es wird unter anderem live gespielt, also es gibt eine Band dabei und die Kinder sind wirklich sehr, sehr toll. Sie proben natürlich permanent und das wird eine ganz tolle Sache hier. Ja, die Tonart Kids wurden 2017 gegründet. Wir haben drei Chorgruppen, das sind die Singmäuse, das sind die Kleinen von 4 bis 6, dann die Grundschulkinder, das ist der Kinderchor und den Jugendchor. Und mittlerweile haben wir 60 Kinder. Wir bereiten uns gerade ungefähr seit einem Dreivierteljahr auf das Musical Eule findet den Beat mit Gefühl vor, das wir im September am 21. und 22. September um 16 Uhr in der Stadthalle aufführen möchten. Die Tonart Kids sind gegründet worden im Chor Tonart, den es schon sehr lange im Rhein-Lahn-Kreis oder in Nassau gibt. Wir haben das Einzugsgebiet, wie gesagt, des gesamten Rhein-Lahn-Kreises. Wir proben in Nassau, die Kids wie auch die Erwachsenen. Wir sind im Erwachsenenchor ungefähr 26 Mitglieder, bei den Kids sind wir 60. Wir haben das Konzert in Nassau in der Stadthalle am 21. und 22. September um 16 Uhr. Karten gibt es bei Ticket Regional. Wir sind sehr froh, dass das Kulturwerk Nassau uns als Veranstalter unterstützt und auch ganz viele andere Sponsoren. Wir sind so gespannt, was da noch alles kommt. Wir bauen euch schon mal ein Zuhause. Die Erwachsenen unseres Chores Tonart proben dienstagsabends in Pfarrheim in Nassau und auch wir freuen uns über neue Mitglieder. Also wer Lust zum Singen hat, ist herzlich willkommen. Wir als Veranstalter, wir gucken natürlich auch, dass wir auch mal regionale Vereine einladen und hier auf die Bühne bringen, damit wir auch diesen Lokalkolorit ein bisschen ausspielen können. Und natürlich wollen wir auch allen möglichen Leuten, die hier aus der Region sind, auch mal eine Bühne geben, eine Auftrittsmöglichkeit. Und da sind wir mit den Tonart Kids, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also das wird eine sehr spannende Veranstaltung. Es wird eine Doppelveranstaltung, einmal Samstag und einmal Sonntag. Ja, und der Kartenverkauf ist sehr gut, also man möge sich beeilen. Es gibt noch Karten, aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich ein ausverkauftes Haus haben am Ende des Tages.